Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4, weil ich hier voll durch Sport werde von dem Seil. In der letzten Folge haben wir das Mutanten-Hotel abgeschlossen und ich habe wieder meine Sachen alle im Commonwealth eingelagert in meiner Bude und ja, ich habe herausgefunden, dass man sich einfach, wenn man hier drauf geht, direkt importen kann. Also muss ich jetzt nicht immer zum Commonwealth hinporten kann und ja, das heißt, ich muss jetzt nicht so, wie ich beim letzten Mal gemacht habe, immer das blöde Boot benutzen und immer diese Cutscene angucken und also was. Also ja, fand ich gut, dass ich halt herausgefunden habe. So, und dann habe ich hier noch was gefunden. Longfellows Hütte. Ich glaube, der hat sogar was irgendwie so erwähnt, oder? Dass wir da reingehen können oder so. Und ja, das ist eine Basis, eine Siedlung. Das heißt, man kann da Sachen einlagern. Und hat die verschwinden, hoffe ich. Und ja, gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Aber da muss ich nicht andauernd wieder zum Commonwealth zurück. Das ist doch schon ein bisschen besser. Ich habe natürlich erstmal bemerkt, nachdem ich meine Sachen eingelagert habe. Also wunderbar. Und ja. Dann haben wir endlich mal einen Ort, wo wir ein paar Sachen einlagern können. Langfeld aus Hitte. So, guck mal, wir haben jetzt hier schon. Wir haben Holz, Stahl und Zigaretten, natürlich. Und irgendjemand lebt hier anscheinend noch. Ja. Ja, genau. Ist eigentlich neue Sachen? Nee, ne? Wir schon wieder. Drei neue Addons wurden ja schon wieder angekündigt. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob der Season Pass dafür auch noch hält. Ich glaube nicht. Weil die drei Addons, die ich bis jetzt gespielt habe, die waren meiner Meinung nach jetzt nicht 50 Euro wert. Fahrhaber, das war vielleicht jetzt das Einzige, was irgendwie so vielleicht 20 Euro oder so wert war. Wenn meckern ist, das war wirklich so 10 Euro oder irgendwie sowas nur machen. Und hier der eine Wasteland Workshop oder so, der eigentlich nur Sachen zum Bauen dazu gekommen. Ich glaube nicht, dass das auch irgendwie so 10 Euro oder so wert wäre. Und selbst dann würden ja immer noch 10 Euro übrig bleiben. Also nach meiner Rechnung. Also ja, ich hoffe, die halten auch für die neuen Sachen, die bald rauskommen. Weil sonst war das doch schon ein bisschen wenig, würde ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Habe ich nicht zwei Sachen? Egal. Habe ich ein Geweih? Ja. Die Dinger auf dem Kopf nennt man Geweih, ne? Weil nicht. So. Gut, wir können jetzt jederzeit hier Sachen einlagern, ist sehr gut. Seht ihr, Power Armor ist da weg, also war schon wieder nur so ein Fehler. Also Fehler, aber naja. Na, das ist eine kleine einsame Insel. Da ist zwar nichts notiert, aber ist schon wieder auffällig und da will ich hin. Deswegen gehen wir rein. Erstmal gehen wir auf dieses Schiff. Meistens sind ja die geilsten Sachen immer da, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Ne? So, wir haben ja jetzt Nord, wo wir was einlagern können, also nehme ich den auch wahr. Wir können jetzt wieder 27 wieder ein paar Sachen hier mitschleppen. Oder die Insel. Hüpp. Bestimmt was voll geiles. Gegner. Junger Schlinger. Oh Gott. Was hast du denn da? Für junge Schlinge habt ihr ganz schön. Wo ist der Kopf? Weiß nicht.
hält er viel aus. Und wir gehen zurück zum Schiff. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe nicht mehr so viele Stimpacks. Jetzt geht er auf den, ey, wollt mich doch verarschen. Ja, geblieben, oh mein Gott. Jetzt gangbangen die hier den Longfellow. Wir würden dann uns ab. Oh, komm. Alter, halt mal aufhören so rumzurutschen. Boah. Boah. Hey. Was soll das? Er hat nur junge Schlinge, also da will ich gar nicht wissen. Alter. Zumindest Stimpacks. Könnt ihr nicht schwimmen? Ja, der trinkt da voll. Wurf. Ja, ich habe genau, okay, muss schon sagen, habe genau gesehen, wie das Ding untergegangen ist, ganz. Ist noch einer. Was? Du lebst noch, okay. Mein Gott, hör auf damit. Ihr macht den Angriff irgendwie viel zu spät, habe ich das Gefühl. Könnt ihr mich denn so bitte schon treffen? Alter. Mal zu die Insel gehen, ist bestimmt eine geile Idee. Ma. 24, ja. Langsam wird es echt gefährlich. Vollkommen egal, welchen Fallsteller. Ah! Alter, echt? Bist du echt, was bist du? Aber es ist echt immer so, überall wo ich Raketen. Es ist aber echt so, überall wo ich hinkomme und Fallensteller finde, sind die tot. Überall sind die tot, wo ich hinkomme. Ich sag, wenn ich irgendwo hinkomme und das ist irgendwas, dann sind da tote Fallensteller. Mein Gott, seid ihr schlecht. Stimmt, ich hätte in Longfellows Hütte vielleicht mal übernachten sollen wegen Erfahrungsbonus und so. Aber naja, so. Okay, jetzt sind Schlinge, ist auch schon mal geil. Aber 8 Raketen, das ist auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt einen Raketenwerfer dabei hätte, würde ich mich freuen. So, mehr ist ja nicht. Wahrscheinlich hängen noch irgendwelche an den Bäumen. Mach mich irgendwie paranoid da. Da ist jetzt aber was Geiles drin. Hä? Geschafft. So. Da ist jetzt aber was Geiles drin. Mach ich denn auf, da ist noch ein Safe drin. Mann! Einsteiger, ehrlich? Ah, wesen etwas. Nee. Au, was zum? Das hat mich so dermaßen jetzt erschreckt, ey. Also wenn wir mal sagen, wo der schon wieder herkam. Warte mal.
Der ist echt da drin, ne? Der weiß nicht, wie man Türen öffnet. Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler verschwunden. Nein, du blöd Mann. So, ich muss den seine Beine mal verkuppeln. Uff. Wir haben ein paar Bowlingkugeln gemacht. Die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Ich glaube, seine Beine sind nicht verkuppelt. Der klingt schon so. Geh doch mal auf. Hey, wie viel Schaden? Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel AP ich hatte, aber das war viel Schaden. Warum könnt ihr nicht mal auf den Longfellow losgehen, ehrlich? Die ganze Zeit werde ich angegriffen. Aber die Supermutanten sind nur auf mich losgegangen. Also, dabei ist das doch der einzige Grund, warum ich meine Dinge dabei habe, meine Gefährten. Oh. So, wo ist der? Wieso habe ich jetzt keine Bowlingkugel verschwendet? Ja, wo? Ich habe schon so viel Wahrnehmung, ne? Welche Viecher müsste ich eigentlich sehen? Nein. Ja. Da. Der Predator. Vor allem, ich könnte mich eigentlich in das Haus da verstecken, ne? Dürfte er mich ja nicht. Alter! Kannst du mal. Auf. Wirklich keine Wahrnehmung. Ja. Ich habe mich eigentlich da drinnen verstecken müssen. Die Tür schließen sollen. Dann wäre er nie reingekommen. Gute Idee, ne? Cool. So. Und jetzt muss ich das wieder öffnen. Ha! Das wär's. So. Sonst nichts. Nichts. Okay. Na, noch irgendwas? Am besten irgendwas, was mich nicht töten will. Aber ich glaube, da verlange ich schon wieder zu viel. Also, die Insel hat uns 8 Raketen eingebracht. Sonst irgendwie nichts. Sonst das Übliche. Wunderschöne Abfüllung. So, nächster Ort. Wo gehen wir noch hin? Gehen wir mal da lang. Gehen wir eins nach dem anderen ganz chillig durch. Gibt es nicht eigentlich auch ein Skill, wo alle Orte auf der Karte aufgedeckt worden werden? Und den Skill gab es in Fallout 3, gibt es den ja auch. Was war voll dämlich wäre. Theoretisch, wenn man denkt, man hat alle Orte gefunden, dann könnte man sich immer den Skill holen. Aber vorher speichern und ja, dann sich merken, wo einige Orte sind, die man noch nicht entdeckt hat, und dann reingehen. Dann kann man das Spiel laden und dann hat man immer noch einen Punkt übrig. Cheaten. So nenne ich diese Strategie. So, hier waren so 3 Häuselchen genau da. Müssten noch ein Ort, wo ich was verkaufen kann. Der eine hat nicht so viel Geld, um all meine Sachen immer zu nehmen. Deswegen musste ich auch zurück zum Commonwealth und meine Sachen einlagern. Ah, da. Nein, da ist auch noch was. Ein Krankenhaus. Das ist ja bestimmt. Was ist mein Krankenhäusern normalerweise? Gute oder
Supermutanten, warum hat das Spiel jetzt so gestottert? Nationalpark, Besucherzentrum. Okay. Nuka Colas in einer Wim-Maschine. Blasphemie! Hey. Ich kann die nicht ernst nehmen. Scheiße, ich spüre meinen Arm nicht mehr. Wie soll ich mir jetzt was einschenken? Hey. Wenn einen neuen Arm für dich warte. Ja. Boah. Aber ehrlich, überall wo ich hinkomme und Fallensteher sehe, ne? Ich sehe nur tote Fallensteller. Im Müll ist ein Dschungel zum Mondaffe. Ja, wie soll man diese Truppe ernst nehmen? Überall, wo ich hinkomme, jedes Mal. Immer tot. Haufen Toter. Meistens immer neben so Fallen. Die ich selber hier fertig machen oder was? Na, die Idioten. Inselmaniac. Oder Almanach. Du hast für Laborstation auf Schlecke basierende Rezepte freigeschaltet. Okay. Was sind Schlecke oder Schlacke oder was, was da immer stand? Oh, Kaffeedose, sehr gut. Aluminium. Irgendwie ist das hier voll am Aluminium. Voll am Stottern. Wir haben ja Sachen, wo wir jetzt einlagern können, ne? Also. Ich meine Orte. Boah. Oh Mann, Red Away. Nervt mich schon hier, dieser rote Balken. Ich wünsche, ich hätte meine Dusche überall dabei. So. Oh mein Gott, ist das... Weiß nicht, das ist irgendwie nervig. Ist hier noch irgendwas? Keine Gegner, keine Schätze. Okay, ein Magazin. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Aber ich möchte mich doch beschweren. Halt die Klappe. Das war ein Versehen. Ich bin ausgerutscht. Kann nur ein Klugscheißer hier geben. Wenn du einen Platz an meiner Seite haben willst, solltest du besser damit aufhören. Okay. And what the F is this? Solchen damit Nebel zum Mitnehmen. So, gehen wir da zum Krankenhaus, wenn wir da nicht alles eingesackt haben. No, hi. Der. Verdammt. Kann er mal hier bleiben? Was zum? Das Vieh ist nicht böse. Da war ein Jaguar oder ein anderer Bär. Ich gar nichts.
Ja, ehrlich. Ja, schnapp dir den. Sehr gut. So, wollte ich jetzt hin, Krankenhaus da. Aber hier. Wie schön. Oh, mal passt den Packs. Oh Gott. Fällt auf, wir haben schon. Finden irgendwie wenig Holobänder hier. Lass es mal da eingehen. Oder sieht aus, als könnte das so ein Fallensteller-Dingen sein. Also eine Mine. Wo Mine klingt gut gerade. Bestimmt mehr Frames per Second oder so. Was ja das Allerwichtigste an einem Spiel ist. Wenn man andere Sachen locker auslassen könnte. Wie zum Beispiel einen Split-Screen-Modus. Also diese Erkenntnis bin ich schon seit Jahren gekommen. Ja, wir bringen ein Spiel raus mit super geiler Grafik. Bedeutet, irgendwas anderes muss geopfert werden. Das ist mir schon in so vielen Spielen klar gewesen. Ja, besonders irgendwie so zu einem bestimmten Zeit für mich ein Zeitpunkt her. Warum haltet ihr alle auf einmal so viel aus? So, ich gehe mit Schwert auf die Brust, oder? Na, kommt! Kommt her! Kommt her! Traut euch! Oder das etwa gegen die Wand stellen? Darstellen? Ja, ich glaube, locker hier alle Schüsse ausweichen. Ich kann mir nicht so viel Schaden leisten, verdammt. Ich mein Fatman mal mitgenommen. Jetzt müsst ihr alle so viel aushalten, aber blöde Dingen. Blöde Hotel, wo ich im letzten Part war, ne? Da müssten ja. Ich habe ganz die Zeit aus den Augen verloren. Wir haben schon 23 Minuten, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Gut, ich verkriech mich erstmal hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.